Lass ihn leben! Amore. Ezio lernt schnell. Das hat er von seinem Vater. Ezio, das oberste Gebot ist stets vorauszudenken. Warte nicht, bis dein Gegner sich rührt. Blicke voraus und überrasche ihn. Wie geht es euch, Vater? Wenn ich dich sehe, gut, mein Junge. Schön. Vater. Mit dem Tod des Duca di Milano verlor Lorenzo de' Medici einen einflussreichen Verbündeten. Ich bin sicher, dass seine Feinde bereits ihre nächste Verschwörung planen. Sforzas Tod war nicht das Ende. Es war lediglich der Anfang. Und ich weiß, wo ich meinen nächsten Kampf kämpfen werde. Immer treu gedient. Wir vertrauen daher darauf, dass du diesen Brief unserem Herrn sicher überbringst. Es passt alles so gut. Nach all diesen Jahren, lieber Cousin, ist unsere Zeit gekommen. Ja. Du musst diesen Brief bis zur Übergabe mit deinem Leben verteidigen. Hast du verstanden? Geh zum Campo San Anzolo. Direkt neben dem Weinhändler ist eine Statue. Dort wird unser Mann dich erwarten. Täusche uns nicht. Ti faccio fiducia. Ja.
Sei mein Zeuge. Mein Leben zu beenden steht dir nicht an. Und meine Geheimnisse bleiben bei mir. Wir sehen uns in der Hölle. Verfluchter Narr. Ah, Giovanni. Seid ihr fündig geworden in Venedig? Ich habe diesen Brief hier abgefangen. Seht, mein Fürst. Er trägt das Siegel der Barbarigos. Ich habe ihn nie über den Weg getraut. Gonfaloniere. Dieser Brief ist verschlüsselt. Ihm sein Geheimnis zu entlocken, wird einige Stunden dauern. Ich lasse euch rufen, wenn es soweit ist, Giovanni. Ruht euch derweil aus. Pater Antonio,